Was wünscht Auf die dem Rune? Weg! Ja, Hörger schläft, er beginnt sich jetzt zu regen. Bald wird er aufwachen. Ja. Und das, obwohl Mitternacht ist. Greift den geschwächten Hörger an. Hörger hat das Fleisch gegessen und ist geschwächt. Nun geht es ihn, den Chaos zu machen. Die Hilfe einiger Runenkrieger wird aber immer noch vonnöten sein. Die Rune Wird sofort befiehlt. ausgeführt. Auf meinen Folgt Befehl. mir. Ja, wir müssen halt warten, bis er aufwacht. Hier. Sofort. Mir nach. Vorwärts. Oh ja, in der Zwischenzeit kann ich dich wieder aktivieren. Auf Schnell. Mein Zeichen. Bloß dich wieder auf OK drücken. Das wäre eine Katastrophe. Ja, das Tor zum Schwertfest ist verschlossen. Ein spezieller Schlüssel wird benötigt. Und den hat Hörger. Ja, vorwärts. Hier, folgt mir. Schnell. Und los. Ja, ich glaube, selbst vorwärts. Wenn ich mit der ganzen Kompanie hier reinmarschiere, wird sie nicht Schnell. Aufwecken. Ja. Und los! Mir nach! Da müssen wir uns noch ein bisschen Folgt gedulden. Mir. Währenddessen können wir mal die Questliste durchgehen. Zauberwerk muss ich nur noch abgeben. Zwergendienste muss ich auch noch kommen vor zurück. Aus den Tiefen sollte ich noch ein bisschen warten. Tanara die Spinnseide bringen. Okay, habe ich die Quest ein bisschen kaputt gemacht? Ja, sieht so aus. Aber ist ja halb so wild. Ich glaube, das dürfte sich wieder regeln. Dafür brauche ich noch ein paar Seelensteine. Den Ring habe ich, muss ihn nur Castagir geben. Dafür bin ich noch nicht stark genug. Diener der Tiefe, da muss ich in den Schwertfels. Dafür muss ich noch Höcker töten. Und dafür muss ich auch nach Graufurt zurück. Aber ja, das machen wir erst, wenn wir das nächste Gebiet auf meinen Befehl auch fertig haben. Was wünscht die Rune? Alles klar. Verstanden. Und ja, Höcker erledigt. Haben. Schnellen Vorlauf oder so gibt's leider nicht. Oder auf den nächsten Tag warten. Wir müssen uns halt einfach kurz gedulden. Ja. Na komm, Hügerlein. Steh ganz brav auf. Auf mein Kommando. Zu Befehl. Zu Befehl. Ja, folgt mir. Jetzt sollte er eigentlich dann gleich aufstehen. Was wünscht Auf die dem Rune? Weg! Verstanden! Zu euren Diensten. Stehe verstanden. Wird sofort ausgeführt. Und ja, einen Höhenvorteil ausnutzen ist auch keine schlechte Idee.
Ja, geschwächter Höker. Okay, sein Level ist gleich geblieben. Ja. Kämpft, Männer! Folgt mir! Okay, und ich kann ihn nicht von der Hammer angreifen. Doch, kann ich. Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Ja, kämpft, Männer! So. Verstärkt die Deckung! So, Schlüssel. Auf meinen Folgt Befehl. Mir. Vorwärts. Sofort. So, damit haben wir es eigentlich geschafft. Okay, der kann uns nichts mehr sagen. Sie auch nicht. Das heißt, wahrscheinlich kann es keiner mehr was sagen. So, dann öffnen wir mal das Portal zum Schwertfeld. Sie werden es aber nicht nehmen. Einfach weil uns dafür noch ein bisschen was an Substanz fehlt, im Sinne von Zwergen, Einheiten und Gebäuden. Das kriegen wir allerdings dann in den Düsterlanden. So, Schlüssel verwenden. Dadurch sind wir den Schlüssel, glaube ich, auch schon wieder los, ja. So, Ostportal, da wollen wir hin. Es gibt auch noch jetzt das Portal, das Tor zum Schwertfels, aber das nehmen wir nicht und wir drücken auch nicht OK. Nein, wir gehen schön brav durch dieses Portal hier. Oh, es ist ein Elfenmonument hier. So, Grenzkrieg. Im Grauschatten an der Grenze zu den Düsterlanden wacht eine Feste des Ordens. Dort befindet sich der Ritter Urias, dessen Wissen über Hukan entscheidend sein kann. Es gilt, die Festung zu erreichen und den Ring der Belagerung, um sie zu brechen. Mhm. Die Grenzfeste des Ordens befindet sich auf dem Bergkamm hinter dem dem die Düsterlande beginnen. Es wird einen Weg dort hochgeben, aber er wird sicher nicht ungefährlich sein. Ja. Wir können uns erstmal hier in Ruhe umgucken. Hier gibt es verdammt viele Büffel. Und ja, wieder von einer Rollenspiel-Map auf eine Strategie-Map. Lenia, okay. Oh, ein Heldenmonument. Oh, und Trolle und Zeug. Hier sollte es aber nicht nur ein Heldenmonument geben, soweit ich weiß.
Ah ja, da, das Zwergenmonument. Guck mal, wie klein und niedlich das Zwergenmonument ist. Im Vergleich zum Heldenmonument oder dem Elfenmonument. Ja, Trolle, die die beiden Monumente bewachen. Ich sehe kein Eisen hier. Weil das wäre so im Augenblick das einzig Wichtige, wofür man die Zwerge auf der Map bräuchte, um Eisen abzubauen, um bessere Elfeneinheiten ausbilden zu können. So, gehen wir uns mal weiter umgucken. Also ich glaube, wenn Gegner kommen, dann werden sie von hier aus kommen, also diesen Pass runter. Was die ganze Sache für mich wiederum einfacher macht mit dem Verteidigen. Und ja, heult nicht so viel rum, es ist schon wieder längst wieder Tag, meine Güte. Ah, das Einzige, was ich jetzt halt nicht sehe. Jede Menge Lehen, ja, okay, das will schon mal was heißen. Oh. Ja, entweder ist das Eisen hier oder ich sehe es gerade nicht. Oder ich habe mich geirrt und es gibt auf dieser Map kein Eisen. Also hier ist nichts. Hier ist das Portal. Tja, was ich auch nicht so wirklich finde, sind Beeren. Sträucher. So, ein Riesenskelett, das einen Haufen Juwelen mit sich rumschleppt. Heilzauber und Kettenpeilinge und mehr ist hier nicht. Ja. Na gut, hier unten ist recht sicher. Wie gesagt, sie kommen, werden alle von dort kommen, ist wahrscheinlich. Also können wir jetzt schon mal anfangen, unsere Stadt langsam aufzubauen. So. Monument aktiviert. Spawnkreise sind aktiv.